Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie das Plugin von Litorabi Parametric Array installieren. Sie haben entweder eine Lizenz über Digitales Entwerfen erworben oder Sie haben das Plugin über die Internetseite Parametric Array gekauft und Sie haben einen Installationsordner runtergeladen mit der Programmdatei, die ich als erstes installiere auf dem Computer. Das Installationsmenü öffnet sich, ich akzeptiere die Lizenzbedingungen, gebe einen Namen ein, mit dem ich mich selber identifizieren kann. Und nächster Schritt, hier sollten Sie darauf achten, als Default wird das Programm automatisch in den Ordner 3D Max 2010 installiert. Wenn Sie nicht die Version 2010 benutzen, sondern beispielsweise eine höhere Version, dann müssen Sie diesen Ordner neu zuweisen, die Verknüpfung. Und ich gehe jetzt in Programme rein, gehe in Autodesk 3D Studio Max 2012, öffne den Script-Ordner und aktiviere den Ordner Startup als neue Verknüpfung für die Installation. Jetzt steht hier 3D Studio Max 2012, Scripts, Startup und das ist der Ordner, in den das Programm schlussendlich installiert werden soll. Ich warte, bis die Installation abgeschlossen ist. Und wichtig, als nächsten Schritt muss das Programm 3D Studio Max geschlossen sein, weil sich das Programm Parametric Array während der Installation installiert und deswegen es einen Neustart auch hinterher erfordert. In einem nächsten Schritt müssen Sie das Plugin erst einmal registrieren und dann aktivieren. Das machen Sie folgendermaßen. Sie zeichnen in den Viewport von 3D Studio Max eine Box oder einen beliebigen anderen Körper, klicken mit der rechten Maustaste auf diesen Körper und gehen auf Create Parametric Array. Ein Menüfeld geht auf und Sie sagen im nächsten Schritt ja, Create. Und jetzt gibt es eine Meldung, dass man erst eine Lizenz erwerben muss. Ich gehe auf Copy to Clipboard und kopiere den Request Code in meine Speicherdatei und öffne die Internetseite Lizenzserver von Litorabi oder wenn ich diese Lizenz über digitales Entwerfen erworben habe, schicke ich diesen Lizenzserver at info@digitalesentwerfen.de. Wenn Sie eine Einzelplatzlizenz erworben haben, gehen Sie auf die Internetseite von Litorabi in Ihren Lizenzordner. Wichtig ist, dass Sie die Version 2.3 oder die Version aktivieren, die Sie auch schlussendlich installiert haben. Dann klicken Sie auf Aktivieren und Sie geben in einem nächsten Schritt in dieses Feld den Aktivierungscode ein. Und wenn Sie den Aktivierungscode eingegeben haben und einen markanten Namen für Ihren Rechner, den Sie auch wiedererkennen, dann können Sie schlussendlich das Lizenzfile runterladen auf Ihrem Server. Wenn es Ihnen nicht sofort möglich ist, müssen Sie noch ein paar Einstellungen vornehmen in dem Bereich Edit Your Profile und das heißt alle Kontaktadressen und sonstige Informationen komplett ausfüllen und dann sind Sie in der Lage, das Plugin auch zu installieren bzw. die Lizenz von dem Server herunterzuladen. So, ich habe meinen Lizenzfile bereits runtergeladen bzw. ich habe es über digitales Entwerfen zugeschickt bekommen und ich habe es jetzt erstmal in den Ordner Parametric Design reinkopiert. Ich nehme das Lizenzfile und kopiere es in einem nächsten Schritt in meinen Ordner auf der Festplatte Programme Autodesk 3D Studio Max 2012 und im nächsten Schritt in den Ordner Scripts und Startup hinein, wo bereits auch das Programm von Parametric Array installiert ist. Als nächstes schließe ich das Programm 3D Studio Max und öffne es ein weiteres Mal. Ich habe das Programm 3D Studio Max bereits wieder geöffnet, gehe wieder in den Bereich Create und zeichne eine Box. Rechte Maustaste aktiviere ich die Box und gehe in das Untermenü Create Parametric Array. Und wenn ich jetzt auf Create klicke, geht das Programm auf und ich sehe, dass Parametric Array jetzt auf meinem Rechner sehr gut installiert worden ist.